Cheerleader-Camp, wir kommen. Einladung zurückgezogen. Diesmal etwas lauter, bitte. Oh. Und, wie geht's meinem Bruder? Keine Ahnung. Du hast keine Ahnung? Nö. Hört mal, wir haben ein Problem. Cleos Schließfach stand weit offen, als ich vorhin kam. Das ist unheimlich. Aber es kommt noch schlimmer. Seht mal. Sie hat ihren Lippenstift nicht mitgenommen. Nicht mal in einen Sarkophag würde sie sich ohne Lippenstift legen. Wir müssen sie suchen. Sie ist bestimmt in der Turnhalle oder trinkt einen Shake. Moment, ich weiß, wo wir nachsehen müssen. Du liebe Güte. Es ist schlimmer, als ich dachte, dass ich Cleo jemals so sehen würde. Weinend? Nein, putzend. Was ist denn nur los? Das werde ich dir sagen, du Steiftier. Oder sollte ich sagen, ihr Steiftiere? Wir? Ihr habt meine Einladung ins Cheerleader-Camp vermasselt. Wir sind nicht dabei. Ihr habt mich hängen lassen. Sie hat recht. Außer Frankie hat keine von uns ihr Bestes gegeben. Es tut mir leid, Cleo. Wir haben dich enttäuscht. Was soll das denn jetzt? Es ist vorbei. Wir haben trotzdem noch eine Chance. Was meinst du damit? Jedes Jahr darf ein Cheerleader-Team mit einer Wildcard zum Jammersee. Wildcard? Wird ein Team und sein Video 1 Million Mal auf Gruseltube angeklickt, kriegt es eine Extra-Einladung. Und woher weißt du das bitte? Ich weiß eben manches. Es steht auf ihrer Website. Wir haben also noch eine Chance. Gulia macht ein Video von uns und unseren tollen Cheers, Stunts und Pyramiden. Was für eine super Idee. Doch es gibt zwei Haken dabei. Und zwar? Erstens, die Frist läuft in 2 Tagen ab. Bis dahin kriegen wir niemals 1 Million Klicks. Und zweitens sind wir grottenschlecht. Ich gebe jedenfalls nicht auf. Team, Achtung! Ihr müsst euch voll reinhängen. Jawohl. Es wird hart werden. Das wissen wir. Ich werde noch mehr schreien als sonst. Kein Problem. Cheerleader! Freaky, chic and fly, monster high. We're student bodies, we got spirits, yes we do. We got spirits, how about you? We got spirits, yes we do. We got spirits, how about you? We got spirits, how about you? Monster high, monster, monster high. So, dann wären wir soweit. Mal sehen. 1, 2, 3, 4, Jammersee, hier kommen wir! Cheerleader! Uns fehlen nur noch 999.999! Schnell, ich möchte wissen, wie oft unser Video schon aufgerufen wurde. Ja, ich konnte letzte Nacht kaum schlafen vor Aufregung. Nur 1 Million Klicks und wir dürfen zum Cheerleader-Camp. Ihr habt bestimmt schon 150.000. Nur 6 Leute wollten es sehen? Unmöglich. Gestern wurde es einmal aufgerufen und dann sind da noch wir 6. Ich hab's mir noch nicht angesehen. Was? Ich war beschäftigt und er glaubt, die Haut pflegt sich von alleine. Ich glaube es einfach nicht. Oh, Mädels, das tut mir echt leid. Komm schon, wir können nicht einfach so aufgeben. Auf der Website steht, die Zeit läuft um 3 Uhr ab. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Ihr habt mich aufgebaut, als ich alle Hoffnung verloren hatte. Und jetzt werde ich als allseits beliebte und wunderschöne Führerin eben das Gleiche tun. Nicht jetzt, Gulia. Ich will aufmuntern. In Wirtschaftskunde haben wir viel über Marketing gelernt, wie man die Nachfrage ankurbelt. Wir können einiges tun, damit alle wie wild auf das Video sind. Vertraut mir, meine Lieben. Schüler der Monster High, eure Cheerleader brauchen eure Unterstützung. Schaut euch unser Video an! Erzählt euren Freunden davon! Also, das war wohl nichts. Nicht jetzt, Gulia. Frankie, nimm's in die Hand. Zu Befehl. Nur 15 Aufrufe. Bei diesem Tempo brauchen wir für die Millionen 100.000 Jahre. Oh, dann bin selbst ich für das Camp zu alt. Das funktioniert alles nicht, Cleo. Was sollen wir nur tun? Die Zeit läuft uns davon. Ich denke. Oh, ich hab's. Wir warten bis zur nächsten Vollmondnacht und dann werde ich... Oh, nein. Lieber nicht. Wie könnten wir Leute auf das Video aufmerksam machen? Gulia, was ist denn nun schon wieder? Wie? Du kannst unser Video auf der Homepage von Gruseltube platzieren?
Ist das dein Ernst? Jedes Mal, wenn jemand das Video aufruft, kann er den Link an alle Personen in seinem Adressbuch schicken. Das ist phänomenal. Julia, das ist genial. Warum kommst du erst jetzt raus damit? Julia, es funktioniert! Ich glaub's einfach nicht. Wir schaffen es! Wir sind ganz dicht dran. Warum hat es angehalten? Nein, nein, nein. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Julia, tu etwas. Ich sehe nichts. Was ist da los? Die Mädchen kriegen eine Einladung zum Cheerleader-Wettbewerb am Jammersee, wenn sie 1 Million Aufrufe in Gruseltube bekommen. Sie sind ganz dicht dran, aber es muss vor 3 Uhr klappen. Ach, ich dachte schon, es wäre etwas, was mich interessiert. Aber warum funktioniert das nicht? Was für eine Tragödie. Was funktioniert nicht? Macht euch mal kleiner da vorne, ich kann nichts sehen. Hier steht, dass die Website geschlossen wurde. Was? Und das Video kann man nicht mehr sehen? Nur noch 1 Minute. Go, 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 Julia, go, 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 Julia, go, 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 Julia, go. Go, 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 Julia, go, go, go. Nein, es ist 3 Uhr. Wir haben es nicht geschafft. Ich glaub's einfach nicht. Wir waren so nah dran. Entschuldigung, lasst mich mal durch. Hab ich was verpasst? Meine Lieben, ich möchte euch sagen, wie mächtig stolz ich auf euch bin. Mir kommen gleich die Tränen. Es ist mein Ernst, wie ihr gemeinsam als Team versucht habt, das Unmögliche möglich zu machen. Ihr habt wirklich mehr Enthusiasmus gezeigt als alle anderen vor euch. Und darauf kommt es unter Cheerleadern wirklich an. Ich weine nicht. Von wegen. Cleo, Cleo, das musst du sehen, auf der Monster-Nachrichtenseite. Gruseltube ist zusammengebrochen, weil es zu viele Aufrufe für ein einziges Video gab. Euer Video. Das gibt's nicht. Ich wusste, ihr schafft es. Oh. Zehn Millionen Aufrufe. Der ewige Gruseltube-Rekord wurde gebrochen. Und was heißt das jetzt? Sind wir mit dabei? Ich mag gar nicht hinsehen. Was steht da? Andi, Monster High Cheerleader. Ihr seid offiziell zum Cheerleader-Camp eingeladen. Glückwunsch an die Monster High Cheerleader, die gerade zum Cheerleader-Camp am Yamasee eingeladen wurden. Viel Erfolg, Mädchen! Alle sind ganz aus dem Häuschen! Ich kann's einfach nicht glauben. Ich muss gleich mit dem Packen anfangen. Wie viele Badeanzüge soll ich nur mitnehmen? Ob 40 Paar Schuhe wohl reichen? Wie viele Koffer sind erlaubt? Glückwunsch, ihr Lieben. Ich freue mich so sehr für euch. Du bist wirklich lieb. Wir sind voll aufgeregt. Wenn du uns doch nur begleiten könntest. Kann ich. Ich fahre doch in jeden Frühjahrsferien an den Yamasee. Mein Papa sagt, dort gibt es den besten Unterwasser-Campingplatz nördlich vom Barrier Reef. Oh, wie wunderbar. Wir alle zusammen. Das wird bestimmt die beste Zeit unseres Lebens. Okay, und jetzt alle auf 3. 1, 2, 3. Dran kann Tücher. Hab ich Schuhe? 10 Paar flache, 9 Boots, 8 Sandalen. Sind das genug? Für heute schon. Stylisch und funktionell. Hey, es wird wahr. Der Bus ist da. Juhu! Fühlt ihr euch auch fit wie die Turnschuhe? Turnschuhe? Ich wusste, ich hab was vergessen. Ich hoffe, ihr habt noch etwas Platz für eure Cheerleader-Kostüme gelassen. Du siehst das alles zu eng. Am Yamasee geht es nicht nur um Cheerleading. Ja, der nördliche Strand ist ein Traum. Der See ist riesig. Es gibt Fun. Ich muss euch enttäuschen. Wir werden die ganze Zeit in der Cheerleader-Akademie am Südufer sein. Die ganze Zeit? Jedes Jahr verleiht die berühmte Cheerleader-Akademie den Paradestab an das beste Team. Und jedes Jahr hat das Siegerteam später die nationalen Monsterschaften gewonnen. Zufall? Wohl kaum. Wir wollen auf jeden Fall diesen Stab. Es heißt, früher hat immer nur Monster High den Paradestab gewonnen. Früher, als wir noch waren. Guten Tag, ihr Lieben. Die Aussichten auf Frühlingsferien am Yamasee und im Wasser machen mich ganz kribbelig. Du freust dich wohl auf dein Element. Nein, ich stehe mehr auf Salzwasser. Gil hat's mehr mit Süßwasser. Aber glaubt mir, ich kann trotzdem mithalten. Wie wär's mit einem kleinen Song? Wow! Oh, ich bin noch nicht ganz warm. Noch schöner geht's eigentlich gar nicht.
Wenn schon ein Claude Wolf toll ist, was ist erst mit 2, 3, 4? Ich liebe den Jammersee. Hey, das ist nur mein Traum, klar? Frankie, mein Fußgelenk. Jetzt musst du die Leitung des Teams übernehmen. Ich? Du wirst es schaffen, ich weiß es. Wir alle glauben an dich, Captain. Jetzt hilft nur eins, Mund-zu-Mund-Bewässerung. Jetzt, wo ich den Paradestab habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Oh. Cleo, wache auf, wir sind da. Meine Damen, willkommen am Jammersee. Es ist noch viel schöner hier, als ich mir erträumt habe. Oh, wie belebend. Das gibt neue Energie. Endlich werden wir alle die Anerkennung und den Respekt bekommen, den ich verdiene. Mr. Heck, bringen Sie unser Gepäck zum Haupteingang. Euer Bungalow liegt etwas abseits, ihr Traumtänzer. Naja, vielleicht ist es halt so schlimm. Die Bruchbude. Du sagst es. Nun ja, es ist nicht gerade ein Luxushotel. Warum müssen wir hier hausen und alle anderen Teams wohnen in Luxusbungalows? Scary Murphy ist eine Cheerleading-Legende. Sie hat schon ihre Gründe. Tja, wer es glaubt. Scary Murphy. Ihr seid also das Wildcard-Team. Auf mich wirkt ihr wie ein müder Haufen. Also, wir sind ja nur... Ruhe, das reicht einfach nicht. Deine Haltung furchtbar. Deine Einstellung entsetzlich. Kommt in die Gänge, Ladies. Also los, Bewegung. Als Wildcard-Team müsst ihr ganz Besonderes leisten, ihr Turteltäubchen. Was lernen wir als erstes? Pyramiden für Profis? Komplizierte Schrittfolgen? Nein, für euch habe ich mir etwas anderes ausgedacht. Ich glaube es einfach nicht, dass wir für die anderen Teams das Mittagessen kochen müssen. Ich bin sicher, Scary Murphy weiß, was sie tut. Und jetzt auch noch den Rasen mähen? Die Tante geht mir so auf die Nerven. Scary Murphy ist der absolute Cheerleading-Guru. Wenn sie sagt, mähe den Rasen, fragst du nur, wie viel Millimeter. Das ist schon wesentlich besser. Wem sagst du das? Es gibt doch nichts Schöneres, als so da zu sitzen und zu träumen. Nein. Ich hasse es einfach nicht. Wir haben einen ganzen Tag mit blöder Hausarbeit verschwendet für Scary Murphy. Was hatte all das eigentlich mit Cheerleading zu tun? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube an Scary Murphy. Ja, Tor! Nicht schlecht für eine Meerwasserjungfrau. Danke, Partner. Du bist aber auch gar nicht schlecht für einen Süßwassermann. Ich sage den Mädchen immer wieder, Scary Murphy hat bestimmt einen Plan, aber ich bin mir nicht sicher. Lorelei, was machst du denn hier? Der Jammersee ist der Ort, an dem sich alle coolen Schnurrkatzen in den Frühjahrsferien versammeln. Das Südufer ist nur für Cheerleader-Teams, kein Platz für Drückebergerinnen. Oh, du kämpfst mit harten Bandagen. Dabei wollten wir nur gratulieren, dass ihr im Cheerleader-Camp dabei seid. Oh, danke. Und wir wären sogar bereit, zurückzukehren. Was? Jetzt, wo es beim Cheerleader-Team wieder läuft, möchten wir wieder einsteigen. Ich sehe doch, wie sehr du dir den Paradestab wünschst. Und mit uns hast du die beste Chance, ihn zu bekommen. Du hast recht, Lorelei. Ich werde euch noch brauchen. Ich hab's doch gesagt. Um meinen Paradestab zu polieren, nachdem ich ihn gewonnen habe. Was? Ich würde dich nicht nehmen, und wenn du noch so sehr schleimst. Und jetzt entschuldigt, mein Team braucht mich. Du hast dir gerade Feinde fürs Leben gemacht. Sieh dich lieber vor. Hallo Mama und Papa, ich bin's. Ich amüsiere mich hier wirklich total im Cheerleader-Camp. Sicher, wir haben jede Menge zu tun. Vom vielen Staubwedeln fällt mir gleich der Arm ab. Ha, ist mir längst passiert. Scary Murphy lässt uns zappeln. Kein anderes Team muss diese Arbeiten machen. Genau, diese Mädchen da sind von der Flederwald-Vampir-Akademie. Warum kommen die sich eigentlich so toll vor? Weil die so lang sind?
Vielleicht, weil sie 4 Jahre nacheinander nationale Meister waren. Unsere härteste Konkurrenz. Können die auch einen gruseligen Eintopf anrühren? Bleibt cool. Gulia und ich haben uns etwas mega Heißes ausgedacht. Na, hoffentlich, denn diese Federwald-Angeberinnen werden alles versuchen, um zu gewinnen. Alles! Aber es war nicht alles harte Arbeit. Wir hatten auch Gelegenheit, am Strand abzuhängen, während Cleo und Gulia unsere Choreografie austüftelten. Gil, hast du Lust, beim Monsterpool ein paar Punkte abzuräumen? Also, ich kann nicht. Komm schon, Frischgesicht, ein Spiel. Wir sind so ein gutes Team. Das passt jetzt irgendwie nicht. Wann denn dann? Ich weiß auch nicht. Ich möchte nicht darüber reden. Nun komm schon, du kannst mir doch alles erzählen. Aber nicht das, okay? Ich möchte deine Gefühle nicht verletzen. Wir hatten so viel Spaß am Strand, aber wir mussten auch hart arbeiten. Cleo mit ihren Ideen und Gulia mit ihrem Blick für die Gesetze der Physik hatten bald die perfekte Choreografie für uns. Das sieht kompliziert aus. Ganz richtig, Gulia. Wissenschaftlich untermauert, damit wir gewinnen. Wir müssen es nur einstudieren. Hallo, ihr Hübschen. Wie geht's? Was wollt ihr? Wir wollten euch vor eurem großen Auftritt nur viel Glück wünschen. Sonst noch was? Ist das eure Choreografie? Ja, sie ist ganz toll. Das hier ist unser Geheimtraining. Also schiebt ab, ihr treulosen Tomaten. Gut, fangen wir an. Oh, ich werde es mit meinem Eye-Connector filmen. Für meine Eltern. Wir beginnen mit Flickflack und Ratschlagen. Dann folgen Jumps mit einer grandiosen Hebefigur. Alles lief großartig. Hi, ich bin's, Frankie, eure Tochter. Okay, ich habe totales Vertrauen in unsere Choreografie. Und wie ihr gerade gesehen habt, werden wir die Flederwelt da wegfegen. Oh, kleinen Moment. Hey, Frankie. Ich wollte dir nur sagen, auch wenn ich nicht mehr zum Team gehöre, gönne ich euch von ganzem Herzen, dass ihr gewinnt. Das ist aber lieb von dir. Ich bin gerade dabei, das Video für meine Eltern zu beenden. Ich wollte es per E-Mail schicken, aber ich krieg hier keine Verbindung. Weißt du was? Ich könnte es für dich mailen. Gib's mir doch einfach auf dem Speicherstick. Danke. Du bist die Beste. Ich muss jetzt Schluss machen, Mama und Papa. Bis bald, dann drückt uns die Daumen. Ihr wollt die Monster-High-Choreografie gleich nochmal sehen? Achte ich mir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ganze gleich noch einmal. Nicht übermütig werden. Nur die 3 besten Cheerleader-Teams werden in den Frühjahrsferien zum berühmten Cheerleader-Camp am Yamasee eingeladen. Und dann kommen die nationalen Monsterschaften. Nichts wird... Frankie, du übertreibst mal wieder die Beinarbeit. Also, na ja, beim vielen Rucken und Zucken kommt man eben ruckzuck. Was denn damit? Wenn du hier deine Cheerleader-Probezeit überstehen willst, solltest du dich sammeln. Hast du verstanden, Frankie? Gulia, hol mir bitte etwas zu trinken. Und ihr anderen übt weiter. Gib mir deinen, dann kriegst du meinen. Mit dem sieht mein Gesicht blau aus. Aber dein Gesicht ist blau. Hey, Frankie, wie läuft das Training? Oh, super. Bist du sicher? Cleo ist ja auch gar nicht anspruchsvoll. Oder überheblich. Oder nervig. Oder arrogant. Okay, aber doch nur, weil sie das Beste aus uns herausholen will. Und es ist gut, Ziele zu haben. Hör mal, Dilo. Ich heiße Draculaura. Deine Schulter brennt. Oh! Du tust so, als würde ich dich völlig kalt lassen. Aber wart's nur ab. Du wirst mich nämlich zum Geisterball begleiten. Au, warum kneifst du mich? Weil du träumst, wenn du glaubst, dass ich dich begleiten werde. Lass uns hier verschwinden, bevor du endgültig abblitzt. Heath ist so nervig. Aber irgendwie gefällt er mir. Kann mal jemand mich kneifen? Das war grauenhaft. Machst du Witze? Die Choreografie war fantastisch. Fantastisch reicht nicht. Ihr müsst absolut perfekt sein, sonst könnt ihr das Cheerleader-Camp vergessen. Du hast recht. Wie immer. Wir wollten dir etwas zeigen, was wir neu einstudiert haben. Gib mir ein W, gib mir ein E, gib mir ein Q, U, I, T. Wir steigen aus, wir steigen aus. Soll das ein schlechter Scherz sein, oder was? Oh, das ist kein Scherz. Wir lassen uns von dir nicht mehr herumkommandieren. Wir werden im Grusikill des Schultheaters groß rauskommen. Genau das Richtige für coole Miezen wie uns. Viel Erfolg bei den Monsterschaften. Was willst du noch hier? Ich bin noch so jung und niemand nimmt mich ernst, außer dir. Und deshalb nehme ich das Cheerleading ernst. Also bleibe ich hier. Ach, das hat aber gedauert. Hey, und wo ich jetzt die Einzige hier bin, könntest du nicht meine Probezeit beenden? Gut, du bist in das Team aufgenommen.
nehm's zurück. Los, Gulia, du musst dir Flugblätter ausdenken. Wir suchen uns neue Talente. Vortanzen morgen früh. Jedes Monstergirl träumt von einem Platz in meinem Team. Ich rechne mit jeder Menge Bewerberinnen. 1000 dürften fürs Erste reichen. Schreibst du alles mit? Und niemand darf mich direkt ansehen, außer voller Bewunderung. Gut, dann können wir ja jetzt anfangen. Ich verstehe das nicht. Vielleicht war ich wirklich zu streng mit ihnen. Ich dachte, sie brauchten eine harte Hand, ein strenges Kommando. Aber das war wohl ein Irrtum. Beim nächsten Mal wird's bestimmt besser, wenn es überhaupt ein nächstes Mal gibt. Gulia, Geistesblitz, ich kann doch die Kandidatinnen auswählen und das neue Team für Cleo aufbauen. Ich weiß, alle denken, sie ist total perfektionistisch. Aber das war die Cleo von früher. Du siehst, sie hat sich verändert. Das Team ist mein Vermächtnis. Mein Ein und Alles. Interesse am Cheerleader-Team? Nur noch alle Plätze frei. Ja, hallo, Laguna. Sorry, meine Liebe, bin schon im Schwimmteam als Captain. Ich freue mich schon auf eure Anfeuerung. Hast du dir schon überlegt, ob du mit mir zum Ball gehst? Nein. Und jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Ja, also gut, was soll's. Feuer frei! Hast du etwa gerade Heath Burns zugesagt? Er hat mich überrumpelt. Was sollte ich machen? Mit wem würdest du denn lieber gehen? Weiß auch nicht. Mit jemand Besonderem. Der nett ist. Sportlich. Jemand wie... Hey, was geht ab? Hallo, Claude. Jemand wie... Claude! Claude Wolf? Nein, spinnst du? Er ist Claudines Bruder. Und? Und? Ich kannte ihn schon, da war er kaum stubenrein. Aber du magst ihn doch, oder? Ich finde ihn nicht unlieb, aber das wird mir alles zu viel. Wir sind Freunde und mehr wird ihn nie in mir sehen. Außer du machst bei den Cheerleadern mit. Meinst du? Total. Dann wird er dich als Teil des Teams erleben. Okay. Aber Cleo... hat sich verändert. Okay, bin dabei. Ich soll Cleo helfen? Tut mir leid, wenn ich abwinke. Dann sind wir eben nur noch drei. Ich, Dracolaura und Cleo. Das würde lächerlich aussehen. Tja, damit wäre mein ganzes Sozialleben vorbei, bevor es richtig begonnen hat. Moment. Wenn Wölfe eins sind, dann sind sie treu. Du bist die Beste. Und Cleo ist wirklich lockerer geworden? Ich wusste, ich würde ein Team haben. Und ich wollte schon lockerer werden. Moment, wie? Das Wichtigste zuerst. Training jeden Tag, abends, Wochenenden, 7 Tage die Woche. Hast du ihnen das gesagt? Also eigentlich dachte ich... Wunderbar, wir fangen um 6 Uhr morgens an. Ich noch mal von vorn, bitte. Was hat das denn bitte schön mit Cheerleading zu tun? Könnt ihr mir das verraten? Ihr werdet ab sofort bei jedem Schulevent auftreten, auch wenn das unter meiner Würde ist. Ihr braucht dringend Übung. 2, 4, 6, 8 mit dem nächsten Zug Schachmatt. 6 und 7 und 8 und 9, deine Dame wird bereuen. Die komplexe Frage ist der Knackpunkt für die Existenz des postmodernen Monsters. Monster High, eure Gegenargumente. Laura, die Antwort ist schon da. Noch 7 Sekunden. Monster High, eure Argumente sind top. Ring, 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 der Ball muss durch den Ring. Was, vom Cheerleader Camp ist jemand hier, um uns zu begutachten? Oh, ich glaube, da sucht jemand deine Aufmerksamkeit. Heath Burns, uninteressant. Wenn doch Claude mal rübersehen würde. Oh, ich wette, wenn wir eine super steile Pyramide mit dir ganz oben aufbauen würden, würde er dich total bemerken. Hört mal, so weit seid ihr noch nicht. Hey! Frische Blutwurst! Kauft sie, solange sie noch warm ist. Oh, Blut! Das war
Echt krass! Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Bam! Mega peinlich. Ich glaube, ein paar Kids haben das Video schon in Gruseltube gepostet. Du bist echt gemein. Und dich soll ich zum Geisterball begleiten. Dann lass es doch. Geh mit mir. Aber ich hab's Heath doch schon versprochen. Hey, Burns, wär's nicht besser, sie geht mit mir? Natürlich, Claude. Wo ist das Problem? Also abgemacht. Ich hol dich um 6 ab. Ja, gerne. So, so. Du gehst also mit meinem Bruderherz zu dem Ball. Na, zufrieden, Captain? Nein, im Gegenteil. Ich fühle mich in meiner Würde verletzt. Mein Ruf als Cheerleader-Captain ist total ruiniert. Schlimmer geht's wirklich nicht. Ich melde mich. Absender? Scary Murphy, Yamasee. Ja! Hol das Bärchen, Claude. Leg ihn ins Körbchen, Claude. Von der Grauslinie. Hey, Schwesterchen, was ist denn mit dir los? Juckt dir das Fell? Tu nicht so ahnungslos. Warum gehst du mit Draculaura zu dem Ball? Damit Heath sie in Ruhe lässt. Gut, Claude, Platz. Rühr dich nicht. Jetzt bringe ich dir Manieren bei. Also, hier sind meine Freundinnen. Und auf der anderen Seite ist meine Familie. So soll es auch bleiben. Also, du bleibst schön im Zwinger, verstanden? Sie ist eine meiner besten Freundinnen. Solltest du auch nur die kleinste Kleinigkeit tun, die ihre Gefühle verletzt, mach ich dich zum Dackel, verstanden? Knurr doch nicht so, Schwesterchen. Natürlich, Draculaura ist süß, aber ich kenne sie doch schon, seit ich ein Welpe war. Wir gehen einfach nur als Freunde hin, versprochen. Ein Brief vom Cheerleader-Camp. Wir melden uns. Großer Tag heute, wie, Cleo? Großer Tag? Warum? Was hast du gehört? Nichts. Ich kann nur unseren Auftritt kaum erwarten. Oh ja, richtig, der große Auftritt, ja. Ich weiß, wir waren in letzter Zeit nicht die Besten, aber heute Abend werden wir es schaffen, du wirst sehen. Willst du denn nicht dein Kostüm anziehen? Doch, doch, ich hatte es gerade vor. So ist gut, so ist richtig. Nicht nur reden, sondern sich bewegen. Warum trägst du nicht dein Cheerleader-Kostüm? Warum trägst du nicht dein Cheerleader-Kostüm? Heute Abend ist doch der Ball. Bist du nicht total aufgeregt? Doch, natürlich. Heute Abend kommt es drauf an. Darauf kannst du wetten. Und wir müssen auf den Punkt da sein. Für Cleo. Okay, zieh dich um. Go, 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 go. Zieh dich um. Was gibt's? Darf ich dich etwas unter Freundinnen fragen? Warum gehst du mit meinem Bruder zu dem Ball? Habe ich dir etwas getan? Oh nein, stört dich das etwa? Das wusste ich nicht. Ich wollte nicht... Es stört mich nicht. Schließlich geht ihr ja nur als Freunde, oder? Oh ja, total. Nur als Freunde, Blutsfreunde. Hey, du siehst toll aus! Nur Freunde! Viel zu dramatisch. Ich stehe das nicht länger durch. Ich werde heute Abend Claude mein Herz ausschütten. Solltest du dich nicht für euren Auftritt fertig machen? Ist doch eh sinnlos. Wenn wir nicht ins Cheerleader-Camp kommen, ist das alles hier wertlos. Nun komm schon, du wirst es schon früh genug erfahren, hm? Also mach dir keinen Stress und hab einfach Spaß. Pass mal auf jetzt. Sie sammeln Geld für die Footballmannschaft. Ist also ein guter Zweck? Wie niedlich. Hey, hier ist Cleo. Gulia, irgendwelche Mitteilungen? Achtung, Schülerschaft der Monsterhai. Der Geisterball ist eröffnet. Oh, gleich ist unser Auftritt. Wo ist Cleo? Sie hat noch nie einen Auftritt verpasst. Ich hab's. Sie will uns testen, genau. Das Cheerleader-Camp steht kurz bevor und sie möchte herausfinden, ob bei uns alles sitzt und wir mit jeder Situation fertig werden. Also komm, zeigen wir ihr, dass wir das Zeug dazu haben. Und nun, Captain des Schwimmteams, Laguna. Das Kistenballteam, Captain Claude Wood. Ja.
Cleo dreht uns den Rücken zu. Damit will sie uns sagen, dass wir langweilig sind. Schalten wir einen Gang höher. Hey Mädels, das kann schon mal vorkommen. Ihr macht tolle Fortschritte. Ihr kommt beim Cheerleader-Camp bestimmt ganz groß raus. Danke, Laguna. Hey, willst du gar nicht mit Gil tanzen? Er lächelt zu dir rüber. Wirklich? Wenn doch nicht alles so kompliziert wäre. Freunde können total zusammen tanzen. Du brauchst dir doch nur Draculaura und Claude anzusehen. Das passt irgendwie nicht. Weißt du, da ist etwas, was ich dir schon lange erzählen wollte. Echt? Ich auch. Du zuerst. Also, wir kennen uns nun schon seit so langer Zeit. Stimmt's? Und ich meine, du bist Claudines Freundin und ich möchte keine Missverständnisse. Aber seit du bei den Cheerleaders bist... Ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Du und ich... Ja? ...sind wirklich gute Freunde geworden. Natürlich wäre ich gern deine Freundin. Oh, gute Freunde. Ja, passt perfekt. Ich muss gehen. Oh. Warte.